So, Friends, jetzt, wo die Tage wärmer werden, habe ich auf jeden Fall Probleme mit ordentlich zu essen. Und damit ich meinem Muskel den gewissen Schutz gewähre, greife ich auf EAA zurück. Das solltet ihr auch machen. Schaut bei Sektmus vorbei. Mit dem Code CHARO10 gibt es nochmal Rabatte oben drauf. Viel Spaß beim Zuschauen. Fresskick auf Nacken. Heute auf zwei besondere Nacken. Und zwar einmal zur linken Seite Abdelrahim. Jawohl, Allah. Grüß dich, Habibi. Habibi. Und Cello zur rechten. Assalamualaikum, Brate. Wa alaikum salam. Und du hast auch schon ein richtiges Trikot an? Jawohl, Allah. Nicht nur generell. Und die richtige Farbe. Ja. Und die richtige Farbe. Ja. Wir sind heute in Frankfurt-Bornheim. In Frankfurt-Bornheim, Mainkursstraße, wo es viele Geschichten zu erzählen gibt. Aber das ist heute nicht so das Thema. Heute geht es um Fleisch. Die beste Cevapcice in Frankfurt. Jawohl, Allah. Schauen wir uns den Laden mal an. Lass uns reinlaufen. Genau. Und einfach gleich bestellen und uns die Schäfer. Jalla. Kannst du 10 bestellen, 15 bestellen? Ich würde sagen 30 Stück. 30? Für dich alleine? Nein, für uns alle. Ja. Ach so. Ja, ich sag dir so, es gibt auch zum Beispiel Pleskavica. Genau, ja, dann will ich mixen. Ja, das müssen wir so ein bisschen den Leuten zeigen. 10 Chewappe und eine halbe Pleskavica. Das ist ein super auf einen Idee. Teller. Und was sehr schön ist, sind Kalbsspieße. Jawohl. Die nehmen wir auch. Aha. Und Kalbsspieß. Zum Beispiel Riesle. Ja. Nehmt euch Riesle. Das ist doch meine Helle. So wie ein Laschi. Ihr müsst mich gleich auf jeden Fall in der Balkanküche ein bisschen einweisen. Ja, das kann der Chef. Weißt du, was sehr wichtig ist? Vegetta. Vegetta, das ist sehr gut. Das kenne ich noch. Aber hier ist kein Vegetta. Hier sehen wir, ob der Biss Vegetta. Das ist der Außenbereich, wo auch für manche auch VIP-Bereich. Genau, Backstage. Ja, Backstage. Also. Jawohl, vielen Dank. Das ist für Cello. Jawohl, so. Mit Name. Möchten Sie nur. Ja, das ist für alle Menschen. Das ist gut. Da hat er einen Spezialteller bekommen. Nein, nein, nein. Nicht Spezialteller. Das ist Tabio. Jungs, guten Appetit. Bitte schön, Charo Achim. Maschallah. Mein edler Bruder. Habibi. So, warte mal. Boah, wie das aussieht. Achim. Das sieht sehr köstlich aus. Warum hast du einen anderen Teller bekommen? Weil er was anderes zusätzlich bestellt hat. Weil ich ein Extrabus bin. Nein, er hat es ein bisschen falsch interpretiert. Ich wollte genauso wie ihr haben und da wollte ich schon mal für die Mitte Rajnici. Ja. Das ist Kalbsspieß. Das hier? Das, ein, ja. Das hier ist das, gell? Das haben wir hier drauf. Genau, das ist ein klassischer Balkan-Kalbsspieß, auch Rajnici genannt. Und manche nennen es in Deutschland Schaschlik. Schaschlik. Und das ist dieser Burger-Patty, was du gerade gesagt hast. Wie heißt das? Pleskavica. Aslanim. Mit Feta-Käse-Füllung. Boah. Aber der ist ohne, gell? Ah, die Zähne ist da. Ihr habt Puni in der Pleskavica? Nee, ich habe geschnauzt. Nein, nein, nein. Sogar noch besser. Wolle, bitte Plepo noch. Nee, nee, besser. Lieti, Prima hast du. Ja, hab ich. Guck mal, wie lecker das drin aussieht. Ich verliere fast schon die Gabel. Maschallah. Guck mal, ich habe Idu-Chipu, Bruder. Idu-Chipu, dobre, wach, horcha. Er hat mir noch 10 Cevapcici. Zdem do mir, des Cevapa. Das sind die 10 für uns. Für dich, für mich. Das ist? Kaimak. Kaimak. Schmand. So. Schmand, sehr, sehr schön übersetzt. Oder Creme Fraiche. Je nach, je nach Fettstufe. Alva. Ey, und ich hab gehört, es gibt manche Schmands, da ist Gelatine drin. Achtet darauf. Mhm. Also, dann weich lieber auf Creme Fraiche aus. Gelatine gibt's Rinder und die Chantilly. Ja, aber bevor du jetzt da ein Nahrungsinstitut startest, weißt du, das stimmt, das stimmt. Komm mal, hol dir einfach Creme Fraiche und fertig. Bismillah. Du darfst keinen Kopfschmerzen. Wir beide trinken wir euch auch öfters mal an. Ja. Mittags zum Snack. Mhm. Mittags um diese Zeit. Um diese Zeit. Mal so gegen Abend. Mhm. Mittags ist zu früh für sowas eher. Ja, finde ich auch. Aber wenn man noch mittags ist, kann man sich auch einen Burger gönnen. Haben die auch schön. Mhm. Oder die haben habt ihr ja gesehen, diese Hausmannskost so. Hast du auch schon mal bei Cello zu Hause gegessen? Ja, ja, ja. Und welche Cevapcici schmecken besser? Diese also hier ich habe mit ihm in seiner Heimat in Sarajevo Cevapcici gegessen.
Der war sogar in meiner alten Wohnung in Bergerstraße damals. Genau, da haben wir auch gegessen. Da haben wir immer gegessen. Ich habe da dick gekocht bei mir. Und so. Das glaube ich. Und was hat besser geschmeckt? Das oder wer hat denn gekocht? Du oder Mama? Nee, da war ich, also Eltern waren in Heimat, ich war alleine. Genau. Cello allein zu Hause. Mit Abdi da am Start. Also, du kennst doch dieses System, wenn Eltern Rentner sind, dann halt es ja hier, halt es ja also Heimat. Cello hat da richtig krasse Sachen immer. Der ist dann in der Küche verschwunden und kam dann mit richtig leckeren Sachen immer zurück. Wie gesagt, und zusätzlich in seine Heimat war ich bei ihm zu Hause, bei seinem Vater auf dem Land eingeladen mit so einem... draußen so ein Tisch, wo in der Mitte Flamme ist, richtig krass, so ein krasser Gas. Das ist geil, das ist geil. Das war Feierabend, Bruder. In der Mitte hast du Grill und dann kannst du draufnehmen. Das war in Sarajevo, war das? Ja. Wir haben auch vor, eine Balkantour zu machen. Ja, geil, ich hatte gerade schon hinter der Cam gefragt, wo könnte ich da am besten hin? Sarajevo. Bosnien-Sarajevo? Auf jeden Fall, 100%. Also, ihr könnt das auch gerne in die Kommentare reinklicken. Wo er noch hin soll. Auf jeden Fall vornehmen. Wie hast du denn vor zu reisen? Willst du mit dem Auto gehen oder mit dem Flugzeug? Ne, wenn noch ein Auto, ne, da musst du ein Auto auch haben, oder nicht? Ja, wäre schon auf jeden Fall von Vorteil. Dann würde ich dir empfehlen, machen die Bosnien-Tour bis nach Kosovo. Ja, Mann, boah, wie die kommt. Sogar bis nach Makedonien, Skopje. Genau. Makedonien? Die, ja, von, du musst starten in Bihać und in Skopje bist du fertig. Dann gehst du, dann läufst du 10 Tage? Schneller sogar, so viel ist es. An der Küste entlang? Das ist nicht Küste. An der Küste entlang, da hättest du mehr so die Fischspezialitäten, weißt du? Nee. Also, wenn du so. Wir wollen auch wirklich ein bisschen was traditioneller essen. Natürlich. Also, das wäre dann so. Die, auch im Endeffekt schön hier mit Feuer und ganze Dorf. Ja, und, nice. Wenn du eine Küste, kann mir das vorstellen. Wenn du an der Küste bist, bist du so an dieses Mediterrane, was du auch aus Italien, Spanien, Türkei. Also, das Fisch. Fisch, Fisch, so mäßig, weißt du? Das mit Chaskis hast du gesagt? Das gibt es auch gefüllt mit Schafskäse. Das gibt es auch gefüllt mit Schafskäse. Aber wir haben jetzt die heißeren Fette. Genau, richtig. Wir haben jetzt deswegen die Sommerversion bekommen. Die Sommerversion, weil dann ist es zu fettig. Mit dem Sommer und so weiter. Das kommt dann. Das ist wie so Gnocchi al Forno. Bei so 35 Grad draußen essen. Kennst du so. Hast du das richtige Trikot heute? Nicht nur heute, Bruder. Nicht nur heute. Also, Adler immer stolz auf den Brust. Ja. Also, nicht sein Pass. Sei es jetzt der Eintracht-Adler. Oder FSV-Adler. Also Reisepass-Adler. Leider nicht. Alter, der pergert mich richtig. Wir haben ja die Ehre beim Eintracht-Spiel eingeladen worden. Ne? Dann Karten bekommen. Für Beizze mit dir? Mhm. Boah, das ist schon was Schönes. Danke an die Eintracht auf jeden Fall. Dankeschön, Eintracht. Auf jetzt, magische SG. Ach, Löscher Babs. Jawohl. Ja. Und ja, aber leider mein Problem ist, ich habe keinen deutschen Pass. Ich habe alle meine Dokumente verloren und so. Und jetzt, du brauchst auch diese Niederlassungserlaubnis. Kennst du das? Da kann ich ja nicht reisen. Niederlassungserlaubnis. Ja, du brauchst einen Berechtigungsschein. Ja, ich habe den ja, aber ich habe das nicht als Karte. Jetzt war so eine. Und boah, der Ausländerbehörde, die guckt mich so an und sagt so, ja, an ihrer Stelle, die dürfen eigentlich gar nicht aus Frankfurt raus. Ich denke, so, das ist so. Und dann merkt man so, mit dieser Deutsch, auch wenn du hier geboren bist, auch als Ausländer, ich bin 40 Jahre hier, ich kenne doch eigentlich nichts anderes. Du siehst ja auch, ich rede ja flüssig Deutsch. Ja, ja, richtig. Ich kann auch Hessisch reden, Gude und so, weißt du, aber. Und am Ende aber bist du wie Dreck behandelt. Boah, so eiskalt, so zweite Klasse Mensch. Also, das ist schon richtig hart. Bruder, sogar, ich will, Gott sei Dank hilft man den Menschen in der Ukraine, aber die haben mehr Priorität als, sagen wir mal, wir, so, die hier geboren sind und keinen deutschen Pass haben, weißt du? Das ist schon sehr, sehr so, ich weiß auch nicht, Alter. Das ist immer ein schwieriges Thema. Zwei Klassen denken. Ja, das ist traurig. Das ist ein trauriges weißt du, Thema. Menschen auch. Aber komm, jetzt lass uns doch mal, darfst du jetzt dahin oder nicht? Ja, das ist jetzt die Sache. Also, ach wenn so, ihr mich da seht, ja, wenn das dann released ist und ich es irgendwie durch die Zolls geschafft habe, dann werdet ihr es sehen. Wenn nicht, dann bin ich irgendwo im Knast mit Guardia Civil, Alter. Mal gucken. Top oder top? Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dieses historische Finale in Sevilla nach 22 Jahren wieder ein deutscher Club im Europacup-Finale. Eintracht! Der letzte war natürlich der geilste Club der Welt, Schalke 04. 97. Mal herzlichen Glückwunsch und Aufstieg. Willkommen in der ersten Liga. Jawohl, ja. Gönnen wir natürlich. Ja, nochmal. Ja klar, Schalke ist Schalke, Junge. Gönnen wir doch den Knappen. Ich muss sagen, das Kalb ist wirklich sehr, sehr... Schön, ich mag das. Sehr, sehr zart. Ne? Und auch das hat der Cello schön dazu kombiniert. Ja, das gehört, finde ich, zu so einem Balkan. So eine Grillplatte. So eine Balkan-Grillplatte. Ja? So ein paar Chorapski, so. Beskavica und so eine Lasagne. Ja, eigentlich kommt die so. Kommt sehr, sehr lecker. Mhm. Aber du hast keine Reiseprobleme, Abdullah. Gott sei Dank nicht. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alter, der König von Marokko hat gut für die Marokko ausgehandelt, dass die alle deutsche Pässe kriegen und so. Wir hatten keinen guten König. Ne? Wir sind jetzt heute balkanmäßig unterwegs, ne? Was ist mit Marokko? Geht ja auch mal so marokkanisch essen. Hier gibt es einen guten marokkanischen Laden. Könnt ihr mir einen empfehlen, nahelegen? Kann ich auf jeden Fall machen. Es gibt beispielsweise einen Laden am Hauptbahnhof direkt in Frankfurt, der heißt Tati. Das ist von Freunden aus Griesheim. Am Hauptbahnhof? Genau, am Hauptbahnhof 1. Das ist auch schön, so Ambiente und so alles. Genau, richtig. Ja. Ja, ja. Am Hauptbahnhof 1 ist die Adresse. Hat auch Pastilla und Tajin. Da hat Pastilla und Tajin und Harira und was du willst, meine Etabula. Nee, den muss ich mir auf jeden Fall merken, weil ich bin auf dem Hauptbahnhof. Genau, richtig. Der ist da direkt. Das ist genau gegenüber dem Bahnhof. Ja. Also das war nah immer unsere Augen, Tristan. Ja, das ist so ein bisschen eckig. Der ist unscheinbar, aber sehr unscheinbar, ja. Aber der hat gewaltig hinter den Ohren, der Laden, das wirst du merken. Deswegen ich grüße auch Cremo, den Besitzer. Schön grüße, Kerim. Und da geht ihr immer schön marokkanisch essen, wenn ihr auch mal Bock habt. Unter anderem dort. Mhm. Genau. Dann gibt es einen sehr guten Marokkaner in Gallus, der heißt Mogador. Den kann man auch nahelegen. Der hat jetzt den Ramadan. Gegenüber Mahlzeit. Gegenüber Mahlzeit. Mahlzeit essen wir sogar fast öfter als Mogador, wenn wir da sind, ja. Chill und ich zusammen. Weil Mahlzeit ist so diese 90er-Jahre-Döner. Kennst du den 90er-Jahre-Döner von früher? So mit dem alten, mit altem Fladenbrot. Mit altem Fladenbrot getoastet. So. Also nicht eigenes Spidee. Ganz schön. So dieses Stil. Mahlzeit, so heißt der Döner dann? Jumbo war sogar da. Ja, warte, ganz kurz. Ja. Hey, du, lass mal Jumbo sagen. Jetzt kurz, lass mal Jumbo. Nee, jetzt mal. Die Frankfurter schwören auf ihren Tombol-Döner. Dankeschön. Wollt ihr was trinken? Was trinkt ihr? Nein, gleich in Ruhe. Den Laden hier gibt es ja schon. Von wo die nehmen, also, was ist das? Seit wann? So 72, Mitte, vielleicht auch 77. Die sind nicht. Diese Lage gibt es seit 1972. Ja. Und der erste Besitzer, den kenn ich. So, ich bin ja hier aufgewachsen im Viertel. Und das war ja damals in Jugoslawien. Das einzige ist so Tschuwatschi-Laden hier in Frankfurt. Es gab ja nicht so viele. Nur am Bahnhof vielleicht zwei. Ja, Tacos hier. Von hier oben im Bahnhof hier, Bilo. Sarajevo. Ich war immer voll und der alte Besitzer. War immer da, der hat noch damals gearbeitet und jetzt ist ein Neubesitzer. Und so ist auch alles gleich geblieben. So, so vielleicht auch noch ein Tick besser geworden. Ja, so. Ja. Das spricht auch wirklich für sich, weil er schon seit 1972 dabei ist. Krass, ja. Das ist ein krasses Qualitäts- Tradition. Also ne, dieser Laden hier ist irgendwie so Frankfurter Kultur, könnte man so sagen. Fast 44 Jahre, ne? Da sind sie. Wow. Da können wir nochmal einfangen für die Kamera. Aber jetzt mal ganz kurz, du sagst Mahlzeitdöner, ne? Ja. Die Frankfurter, die streiten sich hier, oder die meisten sagen, Tombol-Döner ist der beste. Guck mal, Tombol-Döner ist einfach nur dieser neue Stil mit Zitrone am Ende drüber. So, meiner Meinung nach. Ich mag diese Harakats, aber mag ich. Ja, das ist ein Harakats. Wie du sagst, das sind aber nur so Harakats. So. Wie wenn Nusret sein Ding rauspackt und so. Aber mir, du meinst dann Salz. So diese Ambiente drumherum, alles schön und gut, aber das muss am Ende schmecken. Und es gibt sowas Äquivalentes, das heißt Döner Kitchen. Döner Kitchen, den kennen wir sogar, da waren wir auch schon mal. Genau, eigentlich ist es. Schöne so, Grüße an Döner Kitchen, gehen raus. Also meiner Meinung nach ist Döner Kitchen besser als Tumor. Ja, ich kenne den sogar. Würde ich sogar. Guck mal, Bruder, als. Mashallah. Guckst du mal, Bruder, du. Ja. Na, da ist der Meister. Technik, guck mal. Muss mir gleich schicken, Habibi. Guck mal, du stehst im Bild. Nimm den mal mit. Ja, nimm den mal auf, oder was los, Bruder, nimm den mal mit mit der Bruder, der arbeitet hier seit 72, sind erst endlich froh, dass die Kamera kommt, dass sie rauskommt. Bruder, also ehrlich, okay. Bruder, der macht seit 1972, macht er hier Chabab-Chichiro und Fleischbraten. Nimm mal den Onkel mit. Normaler, Bruder. Nimm mal den Onkel mit. Das ist Spotlight am Moment. Alter, der Onkel, komm, setz dich. Guck mal, schade, Otto, setz dich. Gib mir die Schürze, gib mir die Schürze, ich geh arbeiten. Jetzt ohne zu untertreiben, auch einer der Legenden aus Frankfurt in der Gastronomie. Weil, wie gesagt, wenn du hier kommst, ist sein Gesicht immer da, weißt du? Sonst immer knieslig, ey. Ja, genieß das. Ja, Mann, auf jeden Fall. Onkel, bist du bitte bei seiner. Ja, was ich wusste es an. Vom Besitzer muss kommen. Zu lustig, Bruder. Nice. Aber eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Bitte. Zum Kaimak
also Creme Fraiche, Aiwar. Kaimak und Aiwar. Ja, genau, Aiwar ist diese Aubergine-Paprika-Paste sozusagen. Mhm. Mir ist der, ich glaube, einen normalen Joghurt wird mir besser kommen. So einen schönen stichfesten Joghurt. Nein, Bruder, glaub mir, das macht's aus. Ich sag's dir. Ja? Mach das also Gegenexperiment, aber du wirst merken. Vielleicht bist du es aus der arabischen Küche so. Ja, Bruder. Das Joghurt das macht ja, ich weiß, was du meinst, weißt du? Wenn das fehlt, das auch. Aber bei uns trinkt man den Joghurt. Was? Wir trinken den. Also. Das macht's wirklich aus, muss ich sagen. So Joghurt oder so, das wird gar nicht kicken. Die Chivape. Und was er vorher hatte, war noch Kalbsbries. Aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Vielleicht ist das so. Ausverkauft schon oder? Nee, generell. Also ah, abgesagt von Kalbsbries, das ist so. Von der Karte. Innereien. Oh, brutal. Ah, Innereien. Innereien. Sehr geil. Auf dem Grill. Innereien sind immer gut. Also, und das ist. Entschuldigung, Habib. Kein Problem. Das berühmte Vegeta, was Chelo vorhin erwähnt hat. Ja, genau. Das darf nicht. Hier fehlen. Im Dosierer. Ja, das ist so bei uns. Das darf auf keinen Tisch fehlen, ne? Das ist so Super Saiyan Vegeta. Jawoll, das Gewürz. Brutal, Magic Vegeta. Stellt irgendwelche Releases jetzt an bei euch, Jungs? Alle, wir sind auf dick vielen Features vertreten. Genau, mhm. Ja, ja. Aber natürlich arbeiten wir auch an unserer Musik. Aber wenn es soweit ist, jetzt kommt schon. Dann reden wir nochmal. Jetzt kann man auch wieder in Diskotheken, in Clubs gehen und Konzerte, Festivals stehen an. Was damit? Cool. Wir sind auf dem Splash. Mhm. Wir sind. Auf dem Sommerfest in Köln. Mhm. Mit Olex. Mit Olex sind wir auf einem geilen Festival. Genau. Aber wo war ich jetzt auch nicht schon? Das ist so jetzt, der Terminplan ist schon auf jeden Fall der voller Angegner zum letzten Jahr. Wir werden auf jeden Fall mit eurem Manager uns in Verbindung setzen und die Festival- oder Tourdaten knallen wir auf jeden Fall in die Infobox. Oh ja, Mann, kommt vorbei. Yalla. Wir sind da. Lass uns Party machen. Mhm. Rappt unsere Lieder mit. Singt Dings mit an alle Frauen. Ja, wir singen zusammen an alle Frauen. Seid traurig bei Butzbach Erwachsenenvollzug. Denkt an eure Freunde, die Knast sind. Genau. Danach werdet wieder glücklich bei Dings über Wasser halten Remix. Das ist wirklich ein kranker Klassiker, ne? Butzbach, ja? Ja, Mann, auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Klassiker. Das ist sogar ein TikTok-Klassiker geworden schon. Ja. Der Bustag hat ja, schon seine Spur hinterlassen, auf jeden Fall. Ja. Wann habt ihr nochmal damals released? Wann war das? Vor 10 Jahren. Bei 12 Uhr? Ich will es lügen, genau vor 10 Jahren. Mai 12. Ich hab das irgendwie ein bisschen länger in Erinnerung. 2010, 2011. Ist auch viel passiert seitdem. Oh ja, oh ja. Insgesamt Entwicklung und so weiter und so fort. Ne? 2012 im Sommer, Mai. Warte. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt, habe ich wieder. Ich schmeckt das immer wieder. Mhm. Wir teilen uns eins. Ich weiß nicht. Ehrlich, also. Das wäre sonst Verschwendung. Setz so zwei Eier, Alter. Ja. Ihr atmet es doch weg, Mann. Alter. Kann man auch wegatmen. Kann man wegatmen. Die Sache ist die, probiert es, dann werdet ihr sagen, ich will doch mein eigenes. Ich will doch mein eigenes. Was wir teilen ja? Ich weiß ja. Ich muss gleich noch fahren, ey. Kein Alkohol, Bruder. Ich muss sogar fahren. Obwohl ich eben dachte, weil bei uns gibt es Jabukovacha. Das heißt Jabukovacha, also sozusagen. Von Apfel. Wir sagen dazu Scheibiert. Mit Apfel habt ihr das? Nein, ohne Apfel. Wir haben so Aster da drin. Das ist so eine Milchkäsecreme. Okay, hat auch. Kondensmilchmäßig. Ja, genau. Sowas vielleicht. Genau. Und bei uns würde man sagen Pita und Jabuki, also sozusagen Apfelbörek. Apfelstrudel. Österreichisch Apfelstrudel, genau. Ganz genau. Ja. Aber wir haben dann halt so ein eigenes hier so ein bisschen. Probiert einfach, genau. Würde ich sagen. Dann eigentlich wollten wir hier weg sein, aber wir fühlen uns gerade wirklich so wohl in den Laden. Man kommt nicht raus von hier, Bruder. Man kommt hier nicht raus. Ich muss euch auch sagen, die Cevapcici, das waren, glaube ich, die leckersten Cevapcici, die ich wirklich bisher gegessen habe. Freut uns zu hören, Bruder. Weil sonst, wenn ich immer reinbeiße, sind die zu extrem fettig. Ja, hier waren ja, die wirklich kross, schön weich. Ja, Mann. Die können was. Liegt ja am Grill. Der Laden kann was. Ja. Der Laden kann was. Wie heißt denn der Laden? Una Grill. Una Grill? Ja, und der hat tatsächlich einen Holzkohlegrill. Also das hat. Der grillt wirklich auf Holzkohle. Der grillt tatsächlich auf Holzkohle, Oldschool. Und das hat Schule. Nicht jeder Laden. Das kriegt nicht jeder eine Konzession dafür. Ja. Und genau, und als er gesagt hat, Jabukovacha, habe ich zuerst mal gedacht, will er uns jetzt Rakias anreden, Apfelschnaps. Weil das ist genauso auch. Nein, das machen wir nicht. Ja, das machen wir nicht. Komplett alkohol. Aber dann hat er gesagt auch, nein. Ist mit leer. Komm, hau raus. Jawohl, mein Edler. So was gibt's bei uns nicht, hat er gesagt. Sonst gibt es nur Börek von Apfel. Oh. So, das soll schmecken. Guten Appetit, Brüder. Kann man es doch geben, oder? Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Ich kann dir noch ein Stück haben. Warte. Weißt du, einmal ist gleich mal. Jawohl. Die sehen so groß aus, die sind nur luftig. Die sind wirklich luftig. Schön kross. Und dazu eigentlich auf dem Balkan, wenn man schön gegessen hat. Tada! Diesmal habe ich ihn nicht zubereitet, aber der Mokka Latte.
Unser Semo Hamza hat hier. Das ist und ja, das ist auch demnächst mit Zucker. Nee, oh, der ist doch schon süß genug. Ja, ja, kann man auch mit Zucker machen. Ja. Ja? Cello ja. Hat da eine richtig krasse Kreation, was Mokka anbelangt. Cello? Er macht den krassesten Mokka Latte, den cremigsten. Im Studio hat er den jahrelang für uns zubereitet. Mokka Latte? Ja, also. Warum hast du mir noch keinen angeboten, wo ich bei dir im Studio war? Doch, habe ich. Hat er sogar 100%. Du hast mir direkt erstmal was zu essen angeboten. Das weiß ich auch ganz genau. Du hast gesagt, Bruder, komm, du siehst ja, du musst ja erst essen und dann einen Kaffee trinken. Du kannst ja nicht auf leere Magen Mokka trinken. Sonst überkickt. Sehr guter Gastgeber, Cello. So, Leute. Und ich gebe mir jetzt hier. Bis zum nächsten Mal. Lasst uns ein Abo da. Bye, bye. Thank you.